Puls. Duo Informale. Der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini. Wie im Biounterricht sieht's hier aus? Also ich sag erstmal Hallo. Hallo. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Sebastian, schön, dass du da bist. Liebe Ariane, schön, dass du es auch einrichten konntest. Es ist immer wieder eine Freude, hier mit dir bei Duo Informale. Dito. Duo Informale ist ja die wunderbare Sendung, wo wir alle zusammen viel schlauer rausgehen. Denn wir, also Sebastian und ich, müssen dann immer ein kleines Bilderrätsel lösen. Und dann geht es um ein Thema, da haben wir natürlich eine Meinung. Ich sag aber, für einen Podcast ist Meinung mittlerweile einfach ein bisschen dünn. Genau, das reicht einfach nicht. Also wir wissen vorher nie, worum es geht. Deswegen dieses Bilderrätsel. Aber dann, wenn wir das gelöst haben, dann wissen wir, worum es geht. Dann haben wir dazu eventuell eine Meinung. Aber diese Meinung wird angeregt und unterfüttert mit Fakten durch die Redaktion. Gott sei Dank. Und so werden wir gemeinsam innerhalb dieses Podcasts, innerhalb dieser einen Folge, ein bisschen schlauer. Zumindest was dieses Thema angeht. Und am Ende haben wir also eine fundierte Meinung uns gebildet. Also das ist, nehmen wir uns jeweils vor. Ja. Das nehmen wir uns jetzt vor. Also bis jetzt hat das, finde ich, immer sehr gut geklappt. Ja, finde ich auch. Am Ende haben wir eine, sage ich mal, gut unterfütterte Meinung, die man gut begründet vertreten kann. Auch für den nächsten Smalltalk oder absolut. Die Diskussion also mit auch für den euch, Eltern. Ne? Ja. Ihr habt einen Mehrwert, wenn ihr diesen Podcast anhört, weil am Ende könnt ihr über dieses Thema mitreden. Und jetzt ist die Frage, über was können wir denn bald mitreden? Der menschliche Körper und ein Gehirn und Nagellack. Und eine sehr muskulöse männliche Figur, Boys würde ich es nennen. Cry. Und jetzt ist natürlich die Sache, ist das eine männliche Figur oder ist sie nur männlich gelesen, weil sie so viele Muckis hat? Genau, also ich unterstelle, es hat was damit zu tun, ob Männer wirklich so sein müssen, wie es ist. Oder ist ja, es geht irgendwie ums Männlichkeitsbild, so genau. Würde ich sagen. Vielleicht, oder? Also toxische Männlichkeit ist ja sehr en vogue, gerade darüber zu reden. Ich glaube, es geht eher so drum, wann ist ein Mann oder so ähnlich oder wie sieht echte Männlichkeit aus oder so. Weil hier, guck mal, da steht doch Boys Don't Cry. Das stimmt. Also auf der CD. Ja, ja. ja. Genau. Und Nagellack, das wäre jetzt ja eher so die feminine Seite an Männern. Mhm. Aber Nagellack ist tragen ja auch immer mehr Männer. Und wir gucken jetzt mal in Richtung Redaktion und schlagen vor, wann ist ein Mann mein Mann? Wann ist ein Mann mein Mann? Guter Song. Ja. Herbert Grönemeyer, könnt ihr euch mal anhören. 30 Jahre alt, würde ich sagen, mindestens. Nee, Herbert Grönemeyer ist viel älter. 1984. 40 Jahre alt. Hat Herbert Grönemeyer Männer gesungen. Und heute heißt es bei Duo Informale Mann, oh Mann. Also ihr beide kennt das klassische Männerbild. Muckis, Waschbrettbauch, keine Gefühle zeigen. Ja, ist mir sehr wichtig. Ernährer der Familie sein, im Bett super dominant, selbstbewusst mit möglichst viel Testo. Mhm. Das ist so dieses Stereotyp. Toller Autofahrer. Und ganz genau. Toll Autofahrer. Und es wird einerseits dieses Stereotyp in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr in Frage gestellt. Der neue Mann soll Gefühle zeigen, soll die Kindererziehung gleichwertig übernehmen. Papa-Influencer auf Insta lackieren sich die Fingernägel. Auf der anderen Seite boomen auf Instagram, YouTube, TikTok und auch im realen Leben unzählige sogenannte Männlichkeitscoaches, die uns verkaufen wollen, wie ein Alpha-Mann sich zu verhalten hat, ab wann überhaupt ein Mann ist und kein Lappen, wie das abwertend ja immer gleich mitformuliert wird. Und das bringt dann auch etliche Probleme mit sich. Mit der Gesundheit der Männer, mit Gewalt, mit Unfällen, Diskriminierung, Extremismus, so on. Heute die Frage an euch also. Braucht's eine neue Männlichkeit? Und wenn ja, wie schaut die aus? Das ist eine schwierige Frage. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Eine Meinung habe ich schon. Die Frage ist, ist die so richtig? Nur, ich glaube, was wir nicht schaffen werden, eine pauschale Antwort zu finden, die dann wirklich für alle und alles gilt. Weil, also, wie ein Mann zu sein hat oder sein könnte, das eine Männerbild, das finde ich, kann es ja zum Glück in einer heterogenen, vielfältigen Gesellschaft nicht geben oder sollte es nicht geben. Ja. Ne? Also einfach zu sagen, so hat eine Frau zu sein, so hat ein Mann zu sein, das ist das Idealbild. Schwierig. Also ja, für dich persönlich, okay, für dich als Frau, für mich als Mann oder für das, was du dir vielleicht wünschst. So. Darüber können wir reden, so was wäre unser persönliches Wunschbild. Da bin ich auch gespannt,
was du dann sagst, was wir da herausarbeiten? Ich bin da ganz easy. Ich bin auch nicht oberflächlich. Hauptsache gut sieht er aus. Ja, ich sag's, wie es ist. Das ist klar. Unreich. Ne? Genau. An dieser Stelle seht ihr vielleicht unterm Tisch kurz, da steht eine Box. Vielleicht, ja. Meini, kannst du die kurz mal hochholen? Und da sind Zettel drin. Und Stifte. Man-Box steht da drauf. Da steht die Man-Box. Und da sind jetzt unterschiedlich gefärbte Zettel drin. Blau und rosa. Meini, nimm doch du mal rosa, das bitte. Ist natürlich so ein bisschen oldschool gegendert hier. Das ist oldschool. Aber das drehen wir um. Zwei Stifte und es sind 5 Zettel. Mhm. Und jetzt gibt es eine kleine Aufgabe. Schreib doch mal auf jeweils einen Zettel ein Stichwort, eine Assoziation, ein Gefühl, ein Geruch, je nachdem, was ihr mit Männlichkeit verbindet. Wie schreibt man denn Moschus? 2 Vorgaben gibt es nur für euch. Ihr dürft dem anderen nicht zeigen, was ihr schreibt. Mhm. Und seid bitte einfach nur ehrlich. Es geht jetzt hier nicht um soziale Erwünschtheit, sondern was euch wirklich umtreibt, was so die erste Assoziation ist. Und dann zusammenfalten und in die Box. Ah, ich muss hier mal einen Sichtschutz. Ich schreibe nicht ab, Ari. Okay. Das habe ich überhaupt nicht nötig, bei dir abzuschreiben. Okay, Leute, ich werde jetzt, ich bin ja auch sexistisch sozialisiert worden. Ich bin ehrlich, ja? Okay. Also ich schreibe jetzt auch, ich sage jetzt auch nicht, wie ich schreibe. Also Moschus schreibt man, wie man spricht. Moschus. Und während ihr jetzt schreibt, gebe ich euch vielleicht ganz schön langweilig für alle, die uns zuhören, während wir so schreiben. Ne? Deswegen gibt es jetzt im Hintergrund noch ein paar Informationen, die wir einfach mal so als Begrifflichkeiten klären wollen, bevor wir dann so richtig in die Materie einsteigen. Also grundsätzlich unterscheiden wir ja zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht. Und das soziale Geschlecht wird oft auch Gender genannt. Beides kann übereinstimmen, muss aber nicht. Also weder das soziale Geschlecht noch das biologische lassen sich per se da als entweder oder, als männlich oder weiblich sehen. Stattdessen spricht man hier von einem Spektrum mittlerweile. Und das biologische Geschlecht, das basiert natürlich auf äußeren und inneren Geschlechtsorganen, wie zum Beispiel dem Hoden, dem Penis, Testosteron, XY-Chromosomen beim Mann. Und das soziale Geschlecht, Gender, das kann ja von jedem Menschen selbst bestimmt werden, beziehungsweise anhand seiner Geschlechtsidentität, wie er das empfindet. Wie fühle ich mich? Wie möchte ich wahrgenommen werden von meinen Mitmenschen? Und auch hier gibt es keine per se binäre Aufteilung, sondern eben viel dazwischen. Also auch das soziale Geschlecht ist ein Spektrum. Und wir wollen aber heute eben das jetzt nur mal als Grundlage über Männlichkeit und über männlich gelesene Menschen sprechen. Also ich habe ja einen Mann und dann gucke ich mir den immer jetzt vor Augen an. Denke mir, was finde ich an dem jetzt männlich? Ich mache mal 2 Arten von Männern. Wir sind gespannt. Das Rätsel lösen wir dann natürlich erst am Ende der Folge auf. Wenn wir dann alle ganz viel schlauer geworden sind, dann kommen eure Zettel wieder raus. Ja, das wird mir etwas unangenehm sein. Schön. Ihr könntet doch mal in die Kommis schreiben, was ist denn für euch ein Mann? Also welches Männlichkeitsbild habt ihr vor Augen? Was ist vielleicht das realistische Bild und was ist das, was ihr gerne hättet? Schreibt's mal rein. Da haben wir die Zeit sinnvoll genutzt, während die Frau Alter schreibt und schreibt und malt und schreibt und malt und schreibt. Jetzt könnten wir sehr viele Geschlechterklischees gleich bedienen. Absolut. Aber dafür sieht das auch richtig aus. Alles aus dem Mario Barth Programm. Mario Barth ist heute euer Gast. Oh Gott. Mensch, da freue ich mich. Ich hab, glaube ich, genau Mario Barths Männerbild habe ich hier auf die Zettel geschrieben. Achso, nee, ich habe nämlich, ja genau, und das ist nämlich das Schwere. Was ich für männlich halte, ist nämlich manchmal nicht Mario Barth, aber auch schon. Also es ist, na, wir kommen ja später drauf. Alles okay. In die Box und erstmal in den Hintergrund. Und um das Ganze jetzt mal ein bisschen anzureichern mit verschiedenen Meinungen und Erwartungen, hören wir mal, was das war gar nicht einfach. Puh. Die Kollegen des SWR auf der Straße rausgefunden haben, als sie gefragt haben, einfach so mal in die Menge hinein. Was ist ein Mann? Sie müssen einigermaßen selbstbewusst sein, sie müssen höflich sein. Ich möchte mir auch mal anlehnen können, gell? Aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Für mich persönlich vielleicht Muskeln, Bart, ein gewisses Auftreten, Selbstbewusstsein. Man muss kein Bodybuilder sein oder Man of the Year oder sowas. Sie können auch ruhig ein bisschen dominant ist übertrieben, aber Mann ist ein Mann und Frau ist eine Frau. Also ich finde es gut, wenn Männer Gefühle zeigen. Ich finde, dass mittlerweile männlich, wenn ein Mann vor mir sitzt, der Gefühle zeigen kann, wenn der sogar weint, finde ich, ist ein sehr männlicher Moment, weil ich finde,
Männer sind, also was man von Männern verlangt, ist Stärke. Und wenn du vor mir weinst, dann bist du sehr stark mit deinen Emotionen verbunden. Du bist stark in deinem Selbstbewusstsein, dass du mir das zeigst. Das, finde ich, symbolisiert sehr viel Stärke, wenn man weint. Aber Schwäche zulassen, stark ist, sozusagen. Genau. Ich finde es an sich erstmal eine gute Tendenz, mhm, dass eigentlich so diese Geschlechterzuschreibung, dass die aufgehoben vielleicht noch nicht, aber aufgeweicht werden. Mhm. Aber ich würde auch sagen, in sozusagen der Bubble, die sich auch sehr viel damit auseinandersetzt, sind vor allen Dingen Anforderungen an den Mann dazugekommen. Ja. Und auf der anderen Seite werden wenig weggestrichen. Ja, ich glaube, es ist halt ein bisschen wie beim gesunden Konsum mit Klamotten. Wenn du etwas Neues kaufst, muss etwas Altes, ja, aus dem Schrank, sonst explodiert das Ding. Und so ist es vielleicht auch bei Männern. Also wenn du einen Mann möchtest, der Gefühle zeigen kann, dann musst du aber auch das in die Tonne kloppen, dass der immer stark sein soll. Und das ist, glaube ich, für alle ein Problem, weil wir sind ja alle so aufgewachsen, dass Männer so sein müssen. Mit den Märchen, die wir haben. Das ist immer, mhm, der Prinz, der das alles dann wieder regelt und sowas. Und ich glaube, andersrum ist es genauso, jedenfalls in unserer Bubble, dass Männer auch sagen, ja, Frauen dürfen mehr verdienen, aber wenn sie das dann tut, boah, das tut aber schon ein bisschen weh und so. Es gibt aber eine neue Studie, die besagt, dass gerade Menschen in den 20ern, also die Gen Z, sich Frauen und Männer weise sehr weit auseinander bewegen. Frauen werden immer liberaler und freier und auch politisch liberaler und Männer werden in diesem Alter immer konservativer und auch rechter. Und ich glaube, also es gibt manche, die das interpretieren mit Frauen wollen dann Männer haben, die Gefühle haben können und die, ich sag mal, diese weichen Vorteile haben sollen, weil Geld haben sie selber und Männer sind etwas verwirrt und lehnen das dann ab, dass sie jetzt anders sein sollen als früher und da muss ich mich jetzt neu orientieren und das finde ich aber jetzt blöd. Wieso machen wir es nicht eigentlich wie früher? Das ist gelernt, das ist praktisch. Du sprichst gerade ganz viele Punkte an, Ari, ah, ja, ganz viele spannende Punkte und ich möchte einen jetzt mal herausgreifen, weil wir dann extremes Beispiel haben. Männlichkeit ist ja eben nicht nur eine Identitätsfrage, mit der sich Männer ihr ganzes Leben lang beschäftigen. Männlichkeit wird auch schon jeher als politischer Kampfbegriff politisch aufgeladen, instrumentalisiert. Sowohl wenn es um Positionen gegen das alte Männerbild geht, als auch eben, wenn es um den Erhalt dieses traditionellen Männerbilds geht. Und die Autorin Susanne Kaiser hat in ihrem Buch Politische Männlichkeit die These aufgestellt, dass das Erstarken autoritärer, rechtsextremer und fundamentalistischer Gruppen und Parteien auch mit dem Ringen um Männlichkeit zusammenhängt. Maximilian Krah, das ist der Spitzenkandidat der AfD für die anstehende Europawahl und auf TikTok, da gibt er Dating-Tipps für junge Männer und postuliert folgendes Männerbild. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu, schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale, echte Männer sind Patrioten, dann klappt's auch mit der Freundin. Genau. Ja, oder auch nicht. Oder also, auch nicht. Wie viele Girls stehen denn an deiner Tür und sagen, hallo, können Sie kurz mal. Aber der hat auch ein ganz tolles, wenn ich das kurz mal einführe, der hat ein ganz tolles Bild und da merkt man. Der hört sich selber, glaube ich, sogar gerne reden. Das ist ja ein sehr klares Bild. Mhm. Und ich glaube, dass das eben der Punkt ist, der bei manchen funktioniert. Ja. Auch unabhängig von der politisch rechten Bubble, weil es gibt ja auch sonst so Dating-Coaches oder Männlichkeitscoaches oder so, die im Prinzip, mhm, so ähnlich reden, ja, mhm, die jetzt nicht unbedingt eine politische Botschaft dahinter haben. Mhm. Und ich glaube, was da Männer da, was sie daran irgendwie finden, ist so dieses ganz klare Bild, ja, was auch von dem gesellschaftlich Modernen natürlich abweicht, mhm, und es ist viel einfacher. Es ist super einfach. Du musst dich überhaupt selber nicht kennen. Du kannst dich auf so eine vermeintliche Historie kannst du dich berufen. Ja. Das war schon immer so. Ne, das war in der Steinzeit so, das war dann irgendwie im Mittelalter so und das ist heute so. Man kann so ein bisschen eine Natürlichkeit, eine vermeintliche ableiten, so von wegen, ja, wir sind irgendwie als Mann und Frau geboren auf dieser, mhm, Welt. Wie sind wir denn eigentlich natürlich? Und ich glaube, das kommt daher. Und das ist eine sehr coole Position, eine sehr einfache Herleitung zu sagen, ach ja, klar. Ich bin der Führer, klar. Das ist sozusagen das mir natürlich gegebene, mhm, Geschlechterbild. Und es ist natürlich viel einfacher, mich an sowas
zu halten. Ja, ja, kann man sich ja als junger Mann der Illusion hergeben, dass das dann funktioniert. Ich glaube, das ist als Orientierung super. Natürlich erstmal leichter als dieses diffuse Bild mit, ich hätte dich schon gerne als körperlich attraktiven, starken Mann. Ich hätte dich schon auch gerne als jemand, der beruflich erfolgreich ist, aber ich hätte dich schon auch gerne als Ansprechpartner für meine Gefühlsthemen und der sich auch äußert und der Schwäche zeigt und der mal weint. Und später ist es alles sozusagen ein Ding auf Augenhöhe. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, dass du, wenn du mit 19 deine Position im Leben suchst, dass du denkst, das ist aber ganz schön schwer, nehme ich das Einfache. Das, glaube ich, ist nämlich mit 19, jetzt sagen wir mal, das Problem, wenn dir jemand sagt, hör mal zu, du bist ein cooler Typ, wenn du trainierst, wenn du nicht die Grünen wählst und das kannst du richtig schnell umsetzen. Was du nicht schnell umsetzen kannst, was aber vielleicht viel authentischer und viel nachhaltiger ist, ist, du lernst dich mal kennen und merkst einfach, wer bin ich denn? Was will ich denn? Wo bin ich stark? Wo bin ich schwach? Was möchte ich? Und das ist ja viel schwerer, sich selber kennenzulernen, sich selber zu lieben. Und wenn dann jemand anders kommt und sagt, du kannst dich easy lieben, pump einfach, klar, nimmst du das an. Und jetzt ist die Frage, worauf hast du Bock? Auf Authentizität? Eines der besten deutschen Worte, finde ich, die es gibt. Oder auf den easy way, der aber am Ende in, entweder wenn es ganz hart kommt, in der AfD landet oder in Streitigkeiten oder statistisch auch alles dargelegt, Unzufriedenheit, viel zu viel Druck und. Jetzt beschäftigt sich ja auch die Psychologie, die Sozialwissenschaft, die Pädagogik ausführlich mit dem Problem des Mannes oder mit den Problemen des Mannes. Es gibt spezialisierte Männerberater, also wirklich seriöse Männerberater, die sich da beruflich drauf spezialisiert haben. Und einen dieser seriösen Männerberater, den möchte ich euch vorstellen, das ist Boris von Hesen. Er war schon viel in der Drogen- und in der Jugendhilfe tätig und als Autor, da beschäftigt sich von Hesen mit kritischer Männlichkeit und begleitet eben auch junge Männer zum Beispiel in Krisensituationen. Und er sieht in der heutigen Zeit eben für junge Männer vor allem folgende große Herausforderung. Auf der einen Seite erwartet die Gesellschaft zu Recht, hinterfragt eure Rollen. Aber auf der anderen Seite gleichzeitig werden Jungs und junge Männer in sozialen Medien, Stichwort Andrew Tate zum Beispiel, in Spielen, in Filmen oder im realen Leben immer wieder mit den alten Rollen zugeschüttet. Und so haben wir dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite, werdet zum Feministen, unterstützt den Feminismus, hängt euch rein. Auf der anderen Seite, hey, du musst doch eigentlich der Hauptverdiener in der Familie werden. Du musst viel Geld verdienen, du musst ein großes Auto haben. Und dafür musst du das und das und das machen. Und so ist das ein enormes Spannungsfeld, unter dem die jungen Männer und Männer insgesamt stehen. Ja, ich glaube, dass selbst unter den, sag ich mal, schon Aufgeklärteren oder, um das noch neutraler zu formulieren, denjenigen, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung vielleicht schon weiter sind, als jetzt der vielleicht noch naive 18-Jährige, der etwas hilflos nach Halt sucht. Ja. Andrew! Ja, ah nee, genau. Der ist jetzt im Knast, scheiße. Aber ich glaube, dass das wirklich so ist oder zumindest so sein kann, dass du so als Mann, der das unterstützt und gut findet, also dieses, ein Mann kann und soll viel mehr sein als das klassische männliche Modell, sondern soll eben diese ganzen anderen Eigenschaften mitbringen, dass der das weiß und eigentlich auch gut findet, aber insgeheim zweifelt, ob er damit nicht sozusagen am Ende der Dumme ist. Weil er sagt, okay, dann bin ich jetzt der nette, liebe, aufgeklärte Typ, gehe trotzdem noch zum Sport, mach das alles und stehe dann aber da, weil am Ende es bei den Frauen auch so ist, dass sie vordergründig das auch alles wollen. Genau, ja. Aber tief drin irgendwie doch das andere sitzt und dann am Ende geht sie doch mit dem anderen Typen sozusagen mit, weil sie dann irgendwie sich dann doch von dem angesprochen fühlt und dann ist es so. Ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem, dass wo ich sogar mich selbst nicht ganz von frei machen kann, wo ich so denke, ich finde das alles super und ich finde das alles gut, aber ich misstraue so ein wenig sozusagen der Gesellschaft oder dann vielleicht auch mal den einzelnen Menschen. Ist es wirklich, haben wir das wirklich schon so tief in uns? Also total, das meine ich ja mit dem Transit, ne? So, genau. Weil du hast das eine gelernt, musst jetzt das andere machen. Genau. Funktioniert nicht oder hakt. Weil das ist, also um das auf ein ganz einfaches Beispiel so runterzubrechen, einzelne Beispiele sagen natürlich
nie alles, aber ist vielleicht so eine ganz gute Situation, um darüber zu diskutieren. So allein so diese Tatsache bei einem Date, Mann, Frau, wer zahlt? So. Mhm. Klassisch, Mann zahlt. Aber darüber müssten wir jetzt ja eigentlich hinweg sein. Naja, ja. Ja, genau. Sagst genau. Du schon, naja. So. Ja, ja. Und jetzt wird es halt schon kompliziert. Mhm. Klassisch, das ist eher sozusagen das klassische Rollenverständnis. So, wenn du das jetzt aber moderner gestalten willst, wird das viel schwieriger. Mhm. Weil natürlich manchmal, dass der Mann einfach selbstverständlich zahlt, manche Frauen auch nicht gut finden, weil es ja auch eine Art von Machtgeste ist. So von wegen, ich mach das hier, Baby. Also ist es wieder beim Mann, der dann, wenn das eigentlich sozusagen möglichst modern männlich machen will, auf jeden Fall nicht einfach sagt, ich mach das mal, Baby, sondern zumindest vielleicht sagt, hey, darf ich dich einladen? Hättest du was dagegen, wenn ich dich einlade oder so? Ja. Aber schon das ist natürlich komplizierter. Aber als Mühe. Ja, muss man sich nur daran gewöhnen. Aber ich kann verstehen, wenn es klare Regeln gibt, cool. Aus meiner Sicht ist das aber, und das muss ich auch sagen, das ist eigentlich nicht das, wie ich das verstehen würde, wenn wir uns wirklich gleichberechtigt auf Augenhöhe begegnen. Wenn wir wirklich diesen Schritt schon weiter wären, dann würde ich sagen, wären diese Situationen anders. Genau, es ändert sich. Also wir sind aber noch nicht angekommen. Genau, wir sind in dem Transit. Es ist auf jeden Fall in unserer Bubble so, dass nicht automatisch, nur wenn man ein Date hat, der Mann bezahlt. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ja, da bin ich mir eben nicht ganz sicher, wir sind auf dem Weg, aber ob wir meine Bubble guten Weg sind, weiß ich noch nicht. An der Stelle würde ich gerne einhaken, weil auch der Männerberater Boris van Heesen, der das genauso sieht, dass die Debatte, die wir hier führen, natürlich sich erstmal nur in einer kleinen Bubble bisher abspielt. Leider, und vielleicht der Großteil der Männer eigentlich sich bisher noch gar nicht damit beschäftigt hat. Und dann gibt's aber junge Männer, und ich würde sagen, das ist ein gar nicht kleiner Teil, 60-70% vielleicht, die kriegen von diesem ganzen Prozess in dieser Blase, in der wir uns bewegen, gar nicht so viel mit. Die haben dann noch nie was von MeToo gehört. Also es hängt ganz viel mit sozialer Gruppe zusammen, und wir müssen aufpassen, dass wir, die wir uns kritisch mit der Geschlechterrolle auseinandersetzen, uns nicht in so einer Bubble immer bewegen und gar nicht merken, dass 60-70% der Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, die auch zusammenhalten in ganz vielen Berufen, dass wir die nicht vergessen. Ja, das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil selbst wenn mir das schon zum Teil schwerfällt, wie in so Einzelbeispielen ja quasi geschildert, dann ist ja klar, dass das anderen, die noch viel weiter weg sind von dieser Debatte oder davon gar nichts mitbekommen, dass das für die sozusagen überhaupt jetzt kein Modell ist, was so einfach anwendbar ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, braucht es irgendwas Einfacheres als Vorbild, als sozusagen diese komplexe Vorstellung des modernen Mannes. Und an der Stelle, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, heute stehen nicht nur eure beiden Podcast-Mikros auf dem Tisch, sondern es kommt jetzt auch noch jemand hinzu. Da gibt es ein drittes Mikrofon und dann Harry Stuhl Styles. An der jetzt kommt Harry Styles. Nein, und da haben wir es wieder. Und da haben wir es wieder. Harry Styles ist ein toller Mann, nur mit Glitzer. Oh Gott, sieht der gut aus. Genau. Mit seinen Glitzerdingern. Aber er sieht nicht nur wegen Glitzer gut aus, sondern er ist auch ein guter Harry. Er ist mega geil. Und da frage ich mich, das müssen doch 60-70% der anderen Typen auch mitbekommen haben. Der macht Hallen voller Frauen, die denken, oh Gott, Harry, einmal dich berühren, ich werde für immer glücklich sein. Und der hat Glitzer an, der hat Blusen an, liebe Ariane, so weiblich, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. So, und da musst du doch verstehen, wer ist der Typ mit dem ganzen Glitzer? Der ist ja super erfolgreich, alle Frauen lieben den. Ja. Gucke ich mir da jetzt was ab? Also, aber der hat ja nicht nur Glitzer, sondern er erfüllt auch wieder in vielen anderen optischen Kriterien klassische Männlichkeits... Gut, das ist auch ein Star, der muss natürlich aussehen. Ich bin nicht oberflächlich, aber er ist wunderschön. Wenn der jetzt wie ein ganz so gewöhnlicher Typ aussehen würde und würde seinen Glitzer tragen... Mit Glitzer? Ja, dann sieht er eher aus wie... Elton John. Gildo Horn oder Elton John. Ja, und auch dann, sehr erfolgreich ist Elton John. Ja, aber also so ein bisschen ist das... finde ich auch wieder so etwas in die Tasche lügen, weil trotzdem kommt der natürlich eigentlich als Male Model da auf die Bühne. Ja. So, also vom Typ, vom wie der aussieht. Aber wir reden ja immer noch vom Showbiz. Wir reden nicht von Schönheit, sondern wir reden von, was darf ein Mann und wie viel Glitzer
Ja, davon redest du, wie viel Glitzer. Ich sage halt nur, wenn der Harry Styles nicht so aussehen würde wie der Harry Styles, dann glaube ich, wäre das auch schon wieder eine andere Nummer. Genau, aber ich sage, die Message ist, du kannst Glitzer tragen, obwohl du ein Mann bist und du bist dann kein Lauch, sondern Frauen denken sich, ey, ich finde dich super attraktiv. Es geht eher nur darum... Wenn du super attraktiv bist. Das ist, glaube ich, ein bisschen mein Punkt. Du kannst nicht unbedingt, meine ich, ich glaube, so weit sind wir noch nicht, du kannst nicht unbedingt aussehen wie Ed Sheeran und gleichzeitig dann auch noch mit Glitzer und irgendwas und dann bei heterosexuellen Frauen so voll abräumen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir zu den Männern kommen, die so gar nichts mit Harry Styles jetzt am Hut haben. Schade, also kommt jetzt nicht Harry Styles. Vielleicht, das habe ich noch nicht gesagt. Vielleicht kommt auch noch vielleicht kommt auch noch Mario Barth. Nein, aber jetzt wird es Zeit für unseren... Oder Olli Pocher. Gast, ganz genau. Also heute haben wir einen Gast für euch, Ari und Meini. Ihr wisst ja, das Thema Männercoachings und so Finde deine Männlichkeitsseminare ist im Netz wirklich big und auch im Real Life. Es gibt auch noch andere Angebote, die sich speziell an Männer richten und so eins hat unser Gast besucht. Es war ein sehr spezielles Erlebnis, sag ich mal, das auch bei TikTok gerade ziemlich steil geht, aber davon soll er euch am besten selbst erzählen. Holen wir ihn mal rein. Und da ist unser Gast. Nein! Hallo! Ach, der Oleg von der Frage. Hi, Oleg. Ach, toll. Hallo, Wolfgang. Und Wolfgang... mag keine Männer. Ich aber sag, wie es ist. Das hat nichts Wolfgang mit dir zu tun, lieber Oleg. Das ist schon immer das, so gewesen. Wolfgang ist, das ist jetzt wirklich für alle, das ist jetzt kein Quatsch oder nur, weil es heute um Männlichkeit geht. Wolfgang bellt tatsächlich wirklich Männer viel stärker an als Frauen. Ja. Er ist eh ein Schisser, aber bei Männern besonders. Apropos bedrohliche Männer. Oleg war bei einem Rudel-Workshop. Erklär den beiden doch mal, was da passiert ist. Wir haben auch Anschauungsmaterial dann dabei. Ja, ihr werdet ein bisschen was zu sehen kriegen, aber auf jeden Fall jetzt erstmal das Rudel. Network ist eine Instagram-Seite, eine Community an jungen Menschen, die jetzt erstmal Videos posten und versuchen, ihr Netzwerk aufzubauen und immer größer und größer werden zu lassen. Dafür finde ich den Namen sehr gut. Und im Endeffekt habe ich bei so einem Workshop mitgemacht. Es ist kein richtiger Workshop, es ist eher ein Camp. Mhm. Und wir haben uns mit dem harten Kern getroffen, die nennen sich die Wölfe. Und also dein Ziel ist, vom Dackel zum Wolf aufzusteigen. Na, sag mal nicht, ey. Wenn ich Wolfgang weiß, dann hast du auch ein Problem. Hat er noch nie gemacht. Wenn du von Leuten redest, redest du von Männern oder redest du von allen Geschlechtern? Es sind ausschließlich Männer. Es sind 21 Männer, die so aufgepumpt sind, die sagen, ihnen fehlt ein bisschen maskuline Energie in der Welt. Das wird abgebaut, da haben die gar keinen Bock drauf. Und Sport steht natürlich auch im Mittelpunkt. Ne? Also wir haben da mal einen Ausschnitt mitgebracht, den könnt ihr euch anschauen. Mit Energie. Oberkörper frei natürlich. Ein Baumstamm. Die Musik ist natürlich sehr passend. Davor, also ich bin um 6 Uhr aus dem Bett gezerrt worden. Und davor hatten wir ein Boxtraining eine Stunde lang, dann nochmal ein ganz normales Workout. Und dann sind wir auf diesen Run gegangen, haben mit Baumstämmen gepumpt. Hier ist Angelo, der das alles ins Leben gerufen hat. Den musst du jetzt durch den Wald tragen. Ja, ich trage ihn. Mit der Fackel in der Hand. Am Tag? Wieso denn die Fackel? Ich sage euch ehrlich, bis jetzt. Ja, weil eine Fackel ist was Männliches. Es war halt ganz, 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 ganz viel Sport. Und wie man richtig männlich ist, das habe ich immer noch nicht verstanden. Also richtig männlich, danach ist ja oberkörperfrei, gut durchtrainiert, viel Sport aber in der Natur. Und was sagen die Leute, die Männer, die da teilnehmen, selbst, was ihnen das gibt? Ein paar sagen, das ist für die einfach so ein bisschen Abenteuerurlaub, aber vor allem gibt es ihnen eben das Miteinander, weil sie halt eben unter Männern sind, die ihren Drang nach Exzellenz, ihren Drang nach Achievement irgendwie auch sehen, auch auf demselben Level da unterwegs sind und deswegen ist es so wichtig, dass sie sich da alleine treffen. Also das ist ja total rudimentär. Also das ist ja ganz normale Gruppenbildung. Wir haben das gleiche Interesse, wir haben die gleichen Probleme, wir haben die gleichen Voraussetzungen mehr oder weniger und dann fügt sich so eine Gruppe natürlich viel homogener zusammen. Wir haben Gefühle und wir haben die gleichen Gefühle, wir sind genau, wieder eine Gruppe. Genau, hier treiben sie ja diese klassischen Männlichkeitssymbole auf die Spitze. Also dieses sehr körperlich stark sein, das zu zeigen, dass man körperlich stark ist, sich gegenseitig zu messen, Baumstamm Natur, also so dieses... Wer ist denn jetzt der Alpha im Rudel? Dieses vermeintlich ursprünglich, also die verstehen sich glaube ich schon auch jeder für sich als Alpha-Mann, oder? Auf jeden Fall, ich glaube schon, das ist denen auch wichtig. Das Ding ist,
die haben sich da nicht nur zum Sport machen getroffen, nicht nur um extremen Erfahrungen irgendwie zu sammeln. Denen ist, jedem Einzelnen von denen ist super wichtig, persönlich irgendwie die beste Version seiner selbst zu sein. Wo will ich mit meinem Business hin? Wo will ich mit meinem Mindset hin? Dann haben sich alle jeweils 2 Stunden komplett leise hingesetzt, ohne miteinander zu reden und so gechannelt. Manifestiert, wie ihr Jahr 2024 sein soll. Das war auch direkt nach Neujahr in Polen im Wald isoliert. Wie gesagt, sehr seriös hat alles mehr oder weniger gewirkt, außer dass halt alle ihr T-Shirt ausgezogen haben. Ja. Bis zum Abend. Oh, jetzt kommt's. Genau, jetzt kommt's. Weil bis jetzt finde ich es total gut. Bis jetzt denke ich mir, gut, das mit dem, wir müssen uns jetzt messen, da bin ich nicht so ein Typ für, aber das ist, also wir machen Sport, ne? Wir sind so ein bisschen roher vielleicht, okay. Alles klar, wir manifestieren, wo möchte ich hin mit meinem Leben und so. Da setze ich mich mal hin und schreibe da mal mein Journal. Das finde ich bis jetzt alles noch super. Also da denke ich mir aber, du, mach das mit deiner Fackel am Tag. Das verstehe ich nicht, aber wenn es dir Spaß macht, jetzt, mach das. Jetzt kommt's und deswegen finde ich bis jetzt noch, das macht doch Spaß, ist doch toll, mach das doch mal. Aber jetzt kommt vielleicht was vielleicht Eigenartiges. Kommt jetzt was, wer weiß, wie er darauf reagiert. Sie hatten eine Überraschung für mich. Und ich würde vorschlagen, wir schauen erstmal das Video und dann erzähle ich euch nochmal ein bisschen mehr dazu. Okay. Das ist ein Penis, oder? Nee, bei Gott, sag mal, was ist das? Ochse. Das ist von einem Ochsen? Ja. Ach so, ein Ochsen. Ist gut fürs Testo. Penis. Oh. Das ist nicht ein Ochsenschwanz, sondern ein Ochsenpenis. Und den haben wir dann gegrillt. Okay, jetzt hört's mal. Genau. Und jetzt stehen da alle im Januar in Polen im Wald mit Testo, nackten Oberkörper. Testo ist, was die da gerade schreien. Die hauen sich auf ihre Brust wie Affen. Oleg, du hast jetzt die Ehre. Den Ochsenschniedel zu verkosten. Meinst du, der war beschnitten, oder? Komm, Oleg, gib mir mal ein bisschen. Ich beiß auch ab, ich schwör's dir, ich versprech's dir. Machst du den? Ja. Ich beiß auch ab, Oleg. Du kriegst mein Wort. Okay, wir haben euch alle. Komm, Oleg! Oh Gott, jetzt beißen alle von diesem Ochsenpenis ab. Oleg, ist doch kulinarischer Spaß vielleicht nicht dein Ding, aber alle anderen feiern es hart. Dein Gesicht, mein Gesicht spricht Bände auf jeden Fall. Das Ding, das Problem mit dem Geschmack war nicht der Ochsenpenis, sondern das Ding war roh. Mhm. Und jetzt kommt, das Ganze war ein Joke. Das war ein Witz. Im Endeffekt sind die zu mir gekommen und haben mir das Geheimnis verraten, dass es dann doch nur ein Truthahnhals war und kein Ochsenpenis. Okay. Ja, genau. Das ist so, würde ich sagen, sehr klassischer, sehr junger, männlicher Humor. Mhm. Die Frage ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick weiter weg, aber hast du einen Eindruck oder hast du mitbekommen, wie die dort grundsätzlich zu Homosexualität stehen? Mhm. Es gab einen Typen dort, der heißt Sergej. Alle ziehen gerade ihr T-Shirt aus und wir waren aber schon den ganzen Tag draußen, die hatten schon den ganzen Tag ihr T-Shirt nicht an. Ja. Und dann kam Sergej und er wollte sein T-Shirt gerade nicht ausziehen. Mhm. War echt arschkalt. Und dann kam einer und meinte, ja, bist du Sergej oder bist du sehr... Gay. Und dann wurde er ganz kurz aufgehalten von den anderen, die meinten Kamera, eieiei. Okay, aber das heißt, wenn die Kamera nicht da gewesen wären, dann würden sie durchaus... Dann käme der Joke richtig hart. Okay. Ich würde nicht sagen, die sind per se homophob. Mhm. Aber schwul ist schon eher ein Zeichen von Schwäche oder das Wort für schwach. Es war keine schwule Person am Start. Also was ich interessant finde, wenn man denen so zuschaut, mit ihren durchtrainierten nackten Oberkörpern und so. Homoerotisch. Das hat natürlich homoerotische Komponenten, weil die fassen sich auch gegenseitig an und ich glaube, sie, ey Bro, stabiler Typ und so. Ja, ja. Also das ist ja... Essen Penis? Die, oder ein Hals? Aber, die am weitesten weg sind, also zumindest vermeintlich, von... Homosexualität oder die da, also ne, die das weit wahrscheinlich von sich weisen würde, wenn ich denen sagen würde, so ein bisschen homoerotisch ist bei euch eigentlich auch, oder? Hat das was mit dir oder deinem Bild von Männlichkeit gemacht? Es hat nicht direkt was mit meinem Männlichkeitsbild gemacht, aber es hat auf jeden Fall was mit mir als Oleg, der ja ein Mann ist, gemacht, weil ich musste mich zum Teil überwinden, vor allem dieses Eisbaden hat mir richtig den Rest gegeben. Aber im Endeffekt, nachdem man durch war damit, mit etwas, worauf man eigentlich gar keine Lust hatte, da war man schon ein bisschen stolz. Ob das jetzt irgendwie mit meiner Männlichkeit zusammenhängt, sei mal dahingestellt. Ich finde das super männlich. Wenn Sergej sagt, vor mir stehen sehr gut gebaute 15 Männer, die sich wie
Silberrücken auf die Brust schlagen und Testo, Testo, Testo schreien und mich dann noch, obviously, etwas geringschätzig als sehr, sehr gay anmachen und ich dann trotzdem noch sagen würde, halte doch die Fresse, Alter, ich mach, was ich will und behalte mein T-Shirt an, würde ich mir denken, alles klar, da haben wir den Stärksten von der Gruppe, der sich genau dagegen stellt und sagt, ich mache genau, was ich möchte und ihr könnt mir gar nichts. Da sage ich als Ariane, Alter, finde ich attraktiv. Finde ich sehr männlich. Das wäre Next Level. Oleg, vielen herzlichen Dank. Danke euch. Man kann das anschauen bei Die Frage. Auf jeden Fall, der Film ist schon online bei uns auf YouTube. Einfach reinschauen in voller Länge, wie ich da einen Tag mit dem Rudel verbracht habe. Vielen, vielen Dank, lieber Oleg. Danke euch. Vielen Dank. Haut rein, viel Spaß euch noch. Danke. Testo, Testo. Östro, Östro. Ja, genau, Wolfgang. Was ist denn? Sehr männlich. Da sieht man es mal. Ne? Rüden, die bellen, beißen laut nicht. Laut sein ist männlich. Diese genau. Starren Männerbilder sind auch eine reale Gefahr für die Männergesundheit. Bei Männern werden statistisch zwar weniger Depressionen diagnostiziert, was aber nicht heißt, dass Männer weniger darunter leiden. Sie suchen sich halt oft auch keine Hilfe, weil psychische Probleme ja gleichgesetzt werden mit vermeintlicher Schwäche. Was dann in vielen Fällen leider auch zum Suizid führt. Ari, du hattest es vorhin schon mal erwähnt. Hier noch die Zahlen dazu. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2022 75% der Suizide in Deutschland von Männern begangen. Laut aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums sterben deutlich mehr als doppelt so viele Männer in Deutschland an den Folgen von Alkoholmissbrauch. Und an dieser Stelle möchte ich hier auch jetzt betonen, wenn ihr, die ihr gerade zuschaut oder zuhört, psychische Probleme habt oder derart negative Gedanken, sprecht mit jemandem drüber. Ihr findet auch Hilfeangebote in unseren Shownotes der heutigen Folge. Ihr könnt euch aber auch direkt bei Spezialisten melden, wie zum Beispiel Professor Petra Beschoner. Sie ist Ärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Göppingen. Man kann sagen, dass insbesondere ein hegemoniales Männlichkeitsmodell, dass Männer stark sein zu haben, dass Männer nicht versagen, dass Männer rational sind, dass Männer nur eine reduzierte Emotionalität an den Tag legen, tatsächlich dazu führen, dass Männer ihre psychischen Belastungen nicht gut wahrnehmen und somit auch nicht früh genug Hilfe oder überhaupt Hilfe in Anspruch nehmen, um psychische Belastungen dann auch zu behandeln und so am Ende auch gesund zu bleiben. Also das ist schlecht für die Männer, weil es ihre Gesundheit betrifft, sowohl psychisch und am Ende manchmal auch physisch, wenn es dann sogar im Suizid enden kann. Und gleichzeitig ist natürlich dieses Unterdrückte auch ein Problem für Frauen, wenn es dann beispielsweise um Gewalt in der Partnerschaft geht oder um Femizide und dergleichen. Mhm. Allein die Stimmung, also gesellschaftlich, ne? Wenn wir viele Männer haben, die psychisch krank sind, was total in Ordnung ist, aber die sich aus Gründen von, ich möchte nicht eingestehen, dass bei mir irgendwas nicht so optimal läuft, wenn die sich alle in unserer Gesellschaft bewegen, dann ist das natürlich auch eine viel aggressivere Gesellschaft. Absolut. Ich glaube, wir können aber auch schon eine Stufe niedriger anfangen, weil also psychisch krank zu sein ist ja sozusagen schon das Schlimmste, was dann passieren kann. Ich glaube, die Vorstufe ist, und das betrifft dann vermutlich auch noch viel mehr Männer, überhaupt nicht genau über seine Emotionen entweder Bescheid wissen, nicht darüber reden und auch vielleicht Angst davor zu haben, sie zu zeigen. Das ist, glaube ich, ja sozusagen mal die Vorstufe. Und das betrifft, glaube ich, viele. Männer müssen sich trauen, irgendwie offener zu sein und über ihre Gefühle zu sprechen und eben auch Schwäche zu zeigen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch so, dass die Frauen, die das eben auch wollen, von ihren Männern oder potenziellen Männern, dass sie weichere Seiten und so zeigen, dass sie trotzdem auch verstehen, dass, glaube ich, das Empfinden von einer Frau, was sozusagen Emotionalität ist und was eine weiche Seite ist, dass das quasi etwas anderes ist als das, was der Mann dann emotional und weich zeigen wird. Und ich glaube, dieses Verständnis braucht man als Mann auch von Frauenseite, dass Emotionen nicht unbedingt gleich Emotionen ist. Total schön finde ich übrigens aus meiner eigenen Beziehung, kleiner Tipp an alle Männer und vielleicht auch Frauen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, jemand, der Angst vielleicht vor vermeintlicher Schwäche, ne? Und vielleicht Hilfsbedürftigkeit hat.
Ich finde es in einer Beziehung, und da merkt man ja das Spiel von Mann und Frau am direktesten, ich finde das total schön, dass das quasi, wer ist der Stärkere und wer ist der Schwächere, dass das variiert, weil das eine gewisse Bewegung in die Beziehung bringt, die die Beziehung stärkt. Und es ist schön, dass wenn du als Frau quasi merkst, ah, du brauchst gerade meine Hilfe, weil du danach gefragt hast, finde ich sehr männlich, by the way, dass ich auch mal gebraucht werde. Weil das klassische Rollenbild bedeutet ja, ich brauche die Frau nicht, außer für die Care-Arbeit, aber eigentlich könnte man jemand auch einstellen. Und das, finde ich, ist so bereichernd für unsere ganze Gesellschaft, dass jeder Teil von uns auch mal gebraucht wird und jeder Teil auch mal bekommen darf. Ja. Und das, glaube ich, ist eigentlich was Schönes. Das ist wahrscheinlich sowieso, zumindest aus meiner Sicht, das Geheimnis von so Rollenbildern, dass es in Wirklichkeit keine festen Rollenbilder sind, sondern so fluide. Genau. Dass du nicht sozusagen, auch für dich persönlich, also auch wenn wir uns einen einzelnen Menschen anschauen, dass du nicht sagst, so bin ich jetzt immer. Genau. Oder in dieser Konstellation, in dieser Beziehung, so bin ich immer und so bist du immer. Sondern mal so, mal so. Was wankelmütig klingt und vielleicht auch sogar ein bisschen sein kann, weil so ist der Mensch. Der hat Launen und dem geht es mal besser und mal schlechter. Aber dass man das eben zulassen kann und dass das am Ende sozusagen in der Summe kommt so dann echte Augenhöhe raus, weil mal bist du sozusagen, stehst du oben, mal unten und am Ende sozusagen die Rechnung am Schluss ergibt dann, es ist ein Nullsummenspiel, was gut ist, weil dann war man richtig ausgeglichen. Und easy. Dann gehst du in den Wald, weil du richtig Bock drauf hast und dann gehst du in Polen im Januar in den See. Mach das. Und wenn du morgen Bock auf eine Wärmflasche hast oder eine warme Badewanne, dann ist es genauso männlich oder einfach nur menschlich. Na gut, mit der Erkältung muss man ja irgendwo hin. Und damit haben wir ja eigentlich fast schon ein bisschen das Fazit beantwortet, wie ihr das Ganze seht. Jetzt haben wir aber in der Mitte noch unsere Manbox mit euren Zetteln. Ja. Und jetzt bitte ich euch, die jeweils andere Farbe des anderen zu nehmen und zu öffnen, was ihr am Anfang der Folge draufgeschrieben habt. Und ihr könnt ja dann die Zettel zerreißen oder sie zumindest kommentieren, wie ihr möchtet. Also die Frage am Anfang war für euch, was ist so die erste Assoziation zu Männlichkeit, zum Mannsein? Nummer 1. Ansagen machen. Macho. Ja, das ist wirklich, also ich kenne wenige Frauen, die Machos sind. Ja, ich eigentlich auch nicht. Nee. Also wenn, dann ist es männlich. Genau. So. Und aber da bist du auch ziemlich schnell, finde ich, eine Wurst leider. Es ist nicht so ein männlich, sondern das Ansagen machen kann ja, finde ich, sogar noch positive Seiten haben. Macho halte ich auch für nur negativ konnotiert. Der Geruch in der Sportumkleide, das soll schon etwas strenger zugehen. Ja, also es gibt so einen typischen, also es ist auch nicht nur Moschus, sondern es gibt so diesen typischen, also jeder, der im Sportverein ist oder vielleicht wisst ihr es auch noch irgendwie aus der Schule früher oder im Gym in der Umkleide. Mhm. Ich meine, ich bin ja da nicht in der Frauenumkleide. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nur ansatzweise so riecht. Es ist eine Mischung, aus Schweiß, getrocknet, irgendwie Moschus männlich und Käsefüßen. Und irgend so ein Deo, vor allem so früher. Das darf man sagen, weil Axe Alaska ist es. Oh, das mit 15 kauft man sich das zum ersten Mal, weil man denkt, alle. Dann stehen die Frauen drauf. Alle, weil der Max hat das nämlich auch und da stehen alle drauf. Deswegen. Das legt man nicht mehr ab. Und deswegen riecht dann so eine Gym-Umkleide, wie sie halt riecht. Genau. Ja. Breitbeinig in der U-Bahn sitzen. Oh, machen auch nur Männer. Alter. Machen nur Männer. Da gibt es keine Frauen, die so sitzen. Also ich glaube, das hat aber nichts damit zu tun, von wegen, mein Penis muss hier irgendwie belüftet werden. Sondern ich glaube, Jungs und Männer haben einfach verstanden, dass oder gelehrt bekommt, du kannst dir den Raum schon nehmen. Ja, genau. Und Frauen haben das nicht gelernt und deswegen gehen die da rein und sagen, Beine breit, alles klar. Genau. So. Bier. Das stimmt. Also irgendwie Bier in Deutschland ist schon so irgendwie mit Männern verbunden. Finde ich auch. So, nicht jeder Mann trinkt Bier, Frauen trinken auch Bier, ist schon klar. Aber das waren jetzt ja eher so die Klischees, von denen ich aber finde, dass sie tatsächlich stimmen. Also das Bier vielleicht am wenigsten. Endlich. Jetzt kommen deine intellektuellen Karten hier. Die mit dem Kreuz unten, die sind Stereotyp. Und die mit dem Herz unten, die finde ich gerade männlich. Okay, jetzt habe ich hier etwas mit im Herz. Und das ist, finde ich, sehr enttäuschend. Das sehe ich jetzt schon. Das findet die Ari, gut. Ja. Und hier drauf steht groß und stark. Und größer und stärker. Und das bedeutet quasi, ich finde das schon sehr attraktiv, wenn jemand größer ist und stärker, weil ich mich dann beschützt fühlen kann. Die Frage ist natürlich,
Vor was suchst du Schutz? Mhm. Wo man groß und stark sein muss? Und das Schlimmste ist ja, wenn man sagt, ja, dann kann ich dich beschützen. Vor wem denn? Dann ist die Antwort meistens, wenn man ganz ehrlich ist, vor anderen Männern. Warum musst du mich vor anderen Männern beschützen? Und dann wird das plötzlich sehr unschön. Ja, und das ist interessant, dass auch du als sehr feministische Frau, die eigentlich ja sonst eben nicht diese Männlichkeitsklischees befeuert oder bevorzugt, trotzdem da sagst, aber mein Mann soll schon groß und stark sein oder größer und stärker als ich. Ich habe mal eine Pulsreportage gemacht über einen jungen Mann, der hat sich tatsächlich die Beine verlängern lassen. Sehr aufwendige Operation, sehr, sehr teuer, sehr langwierig, sehr schmerzhaft. Einfach aus dem Grund, weil er auch gesagt hat, für mich gehört das zu meinem Männlichkeitsbild dazu und ich will eben auch in der Beziehung größer und stärker sein und möchte eben so das ausstrahlen. So, Sport mit Herz. Genau, das ist meine Sicht. Männer lieben Sport. Fußball, Sport. Da gehe ich mit meinen Jungs hin. Da mache ich selber Sport. Mensch, da mache ich nochmal Basketball. Finde ich schon sehr faszinierend, dass es einfach gefühlt einen größeren Drive hat als Frauen. Und da irgendwie habe ich das Gefühl, ja, Männer und Sport, das passt zusammen. Und jetzt kommt noch etwas mit Herz von dir versehen. Das heißt, das ist was du gut findest, was du dir wünschst, was, glaube ich, jetzt nicht so allgemein typisch ist. Weinen können ist gleich Stärke. Genau, ich finde nämlich, dass es stark ist, wenn du weißt, dass du Gefühle hast, wenn du dich kennst, wenn du deine Gefühle einschätzen kannst und wenn du die Stärke hast, das auch zu artikulieren, weil du ja aufmachst. Und das ist so überflutet mit Stärke für mich, dass wenn ich einen Mann weinen sehe, der das nicht mit Scham macht, dann denke ich mir, ey, du hast so ein Selbstbewusstsein, du ruhst so in deiner Mitte. Das ist das Stärkste, was ich finde, was man machen kann. Und deswegen finde ich das krass stark, wenn man weint und deswegen finde ich das männlich. Letzter Zettel von der Ari. Toxic steht da drauf. Ist also sehr, sehr männlich. Du bist die Frau, ich bin der Mann. Ich muss stark sein. Ich darf nicht das weinen. Alpha, das Bild vom Alpha-Mann. Genau. Ich bezahle hier. Ich habe die geile Karre. Ich muss mehr verdienen als du. Und wenn das andersrum ist, und ich habe einige Freundinnen, bei denen ist es so, das ist dann ein Problem. Mhm. So, und da denke ich mir, okay, das haben nur Männer. Also das Problem haben nur Männer. Du, aber von es ist mir auch aus kannst du gerne die Kohle nach Hause bringen. Aber das ist halt auch ich habe genug anderes zu tun auf dem Sofa. Ich kann das ausgeben, gar kein Problem. Ah, das ist kein Thema. Genau. Also ich finde, ihr habt das auch sehr empathisch gemacht und durchaus kritisch auf die Männlichkeit geblickt. Einmal noch kurz abschließend die Kernfrage. Brauchen wir eine neue Männlichkeit? Ich sag ja, weil Studien belegen, dass die aktuelle Männlichkeit, die wir haben, Menschen einfach krank macht. Es bedeutet nicht, dass du kein Mann sein kannst. Es bedeutet nicht, dass du jemand sein musst, der du nicht bist. Wenn du keinen Bock auf Nagellack hast, mach das. Ich finde einfach schön, wenn Männer auch Menschen sein dürfen und sich selber entdecken und einfach sagen, ich mag das eine und ich mag das andere und ich fühle mich gerade so und so und manchmal möchte ich in die Badewanne und manchmal möchte ich nackt mit einem Baumstamm auf dem Rücken durch Polens Wälder laufen. Mach das. Solange du das willst, cool. Solange das jemand dir anders aufdoktriniert hat und sagt, übrigens, das kleine Kreuz kannst du noch bei der AfD machen, dann mach's besser nicht. Ja. Also, ich glaube, ein Bild für alle, das kann nicht funktionieren. Also, das brauchen wir nicht, weil das ist eine Utopie und das ist, finde ich, auch gar nicht wünschenswert in einer heterogenen Gesellschaft. Ich würde mir wünschen, dass wir fluider werdende Rollenprofile haben und da müssen sich auch aus meiner Sicht beide Geschlechter bewegen, weil wenn wir über ein Männerbild reden, hat das zwangsläufig immer auch was damit zu tun in Abgrenzung, was ist eigentlich das Frauenbild und da erwarte ich sozusagen am liebsten von beiden Geschlechtern, dass wir uns aufeinander zubewegen, dass der Mann sehr viel weniger von diesem ganzen Alpha-Gedöns an den Tag legt oder vermeint legen zu müssen, als es vielleicht jetzt noch ist und umgekehrt. Aber dann natürlich auch, dass die Frauen erkennen, dass wenn auf der einen Seite auf der Liste was dazukommt, vielleicht an weicheren Eigenschaften, dass auf der anderen Seite möglicherweise was weggestrichen werden muss, um Männer nicht zu überfordern. Aber ganz wichtig ist, finde ich, es kann keinen festen Katalog geben, dass du morgens aufstehst und bist jeden Tag so, sondern wenn wir jeden Tag Mensch sind und mal bist du so in die eine Richtung und mal ich in die andere, dann wäre es eigentlich am schönsten. Dann wäre es am schönsten. Vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören und euch fürs Reinquatschen und überhaupt allen. Und Wolfgang auch. Wolfgang auch. Der ist ja wirklich überhaupt nicht männlich. Und lieben wir ihn? Ja. Ja, er ist aber auch süß, wie Harry Styles. Oh ja, nur ohne Glitzer. Vielleicht sollte ich ihm was mit Glitzer kaufen.
Und bei Duo Informale geht's nächsten Donnerstag weiter mit einem neuen kontroversen Thema, über das Ari und Meini dann diskutieren, ja, vielleicht sogar streiten. Und wenn ihr Duo Informale nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann findet ihr uns auf YouTube und neuerdings auch in der ARD Mediathek. Feedback und eure Themenvorschläge könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder per Mail an duoinformale@br.de. Autorin der Folge war Kathi Geschirr, Schnitt und Produktion Sarah Lindebner, Matthias Almer und Sebastian Greimel, Redaktion Matthias Hacker und unsere Hosts Ariane Alter und Sebastian Meinberg.